Hallo zusammen, heute war ein so ungeplant amüsanter Tag, dass ich immer wieder mal die Kamera gezückt und Sachen gefilmt habe und jetzt einfach beschlossen habe, ich möchte euch das zeigen. Hier seht ihr zum Beispiel Interaktion einer uns bisher unbekannten Katze mit unseren ausgebrochenen jungen Schweinen und im Fenster sieht man unsere tatsächliche Katze in der Küche bei uns am Rumklettern, während eben draußen diese uns unbekannte Katze sich den Schweinen vorstellt und uns auch. Aber lasst uns am besten mal von vorne anfangen und dann erzähle ich Stück für Stück, was so alles passiert ist. Heute Morgen stand leider Schlachten auf dem Plan und wir hatten tatsächlich beide eigentlich nicht wirklich Lust, weil es uns sehr, sehr weh tut, diese Hähne jetzt zu schlachten. Wir möchten es eigentlich nicht tun, weil wir haben die von klein auf groß gezogen, wir finden sie super hübsch, aber es sind einfach leider viel zu viele. Im Moment kommt ein Hahn auf zwei Hennen und das stresst natürlich unsere Hennen ungemein. Das heißt, eigentlich waren die Hühner länger eingesperrt und wir waren auf dem Weg raus, um endlich zu tun, was wir nicht tun wollten, als wir festgestellt haben, dass unsere Schweine es geschafft haben auszubrechen und dass wir stattdessen lieber unseren Schweinepfeiler versetzen sollten. Auftritt fremde Katze. Zuvor noch nie von uns gesehen, kam sie dazu und meinte, ja, ich bin da. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie verwandt ist mit unserem Kater. Der ist uns hier im Ort auch zugelaufen, von der Größe und vom Alter her. Kommt es tatsächlich hin? Also ich schätze die auch auf 6 Monate circa vom Alter her. Und kurz zur Info, wir haben sie tatsächlich nicht gefüttert. Also die hat nichts von uns bekommen, ein paar Streicheleinheiten, aber die hat sie sich auch hart erarbeitet. Herzlich willkommen, wer auch immer du bist. Und hat uns quasi die ganze Zeit begleitet, als wir diesen Freilauf neu aufgebaut haben. Und dann mussten die Schweine rein. Stella geht gerade rein. Stella ist drin. Stella war schon mal unproblematisch. Super, Stella Maus. Jonas ist einer, der einfach keine Lust hat, wieder in den Freilauf zu gehen. Und als wir noch am Versetzen des Freigeheges waren, sind sie sogar nach ganz oben ausgebüxt. Ja, Pferde sind gruselig. Dankeschön für deine Hilfe. Geht ihr bitte runter. Wir versetzen euch sicherlich bald hier hoch. Aber jetzt, nee. Oh, große Neugier. Stella. Aber hat er keinen Strom auf der unteren Litze? Der war gerade voll dran. Sie hat sich dann doch anders überlegt. Und dann habe ich gehört, wie Steffi von unten versucht hat, die Schweine anzulocken. Oder raschelt es mit Futter? Schien mich aber mehr zu interessieren als die Schweine, also habe ich mir gedacht, treibe ich sie halt in die Richtung. Steffi hat Futter! Geht? Geh, Mausi. Danke, dass du so viel Respekt vor mir hast. Hi, gehst du bitte? Na komm. Na komm, wir gehen zu Steffi. Ja. Ja. Na kommt. Kommt mit. Kommt. Na kommt. Kommt schnell mit. Hier, kommt. Ha? Genau. Und jetzt zu Steffi. Ja, genau. Super. Ja. Hier im Standbild seht ihr übrigens, dass hinten bei Steffi die Katze saß. Und hier sieht man, wie sie davon rennt gleich. Oh, Haselnüsse. Geile Idee. So kriegen wir ihn in deinen Freilauf. Ja, da war ich noch ganz hoffnungsvoll. Wir haben es dann am Ende schon geschafft, aber es hat eine Weile gedauert. Die Steffi hat die Nüsse. Geh, geh, Morty. Ich hab nichts. Du musst zu Steffi. Geh. Lassen sich leicht ablenken gerade. Also die Schweine waren dann jedenfalls wieder erfolgreich im unteren Bereich, aber haben sich nicht in den Freilauf locken lassen. Also haben wir gesagt, okay, wir gönnen uns allen eine Pause und versetzen die Hütte der Schweine auch noch in den Freilauf, bevor wir das dann nochmal probieren. Auch hier hat sich die Katze ganz wunderbar einfach dazugesellt, hat sich tatsächlich sogar tragen lassen. Also sie ist auf der Hütte geblieben, als wir sie angehoben haben, um sie über den Zaun zu setzen. Und dann half sie auch beim Versuch, die Schweine in den Freilauf zu kriegen. Die Katze hockt im Freilauf und sagt, hier müsst ihr rein. Ja, ihr müsst außen rum, wenn ihr an das Wasser wollt. Und an die Nüsse. Ja, Stella weiß wie. Nee, Jonas.
Genau. Komm, Großer. Geht zu Steffi. Ja. Dass du es uns immer so schwer machen musst. Ha? Jonas wollte also nicht rein. Stella hingegen war zu diesem Zeitpunkt dann schon drin. Und sie war nicht alleine. Total gemein, in diesem Moment hatte ich dann die Aufnahme beendet, weil ich dachte, okay, Katze ist raus. Und dann fing Stella an, so dermaßen zu schimpfen und zu quieken, dass die Katze jetzt weg ist, mit der sie sich gerade angefreundet hat, dass ich wieder gefilmt habe. Wo ist sie jetzt hin, Stella? Schimpfst du jetzt? Ha? Aber wie ihr seht, weit weg war die Katze in dem Moment nicht. Und im Hintergrund sieht man die Ludi, die noch nicht im Freilauf war, die dann aber sich Stück für Stück angenähert hat und auch hier nochmal ein bisschen Bekanntschaft mit der Katze gemacht hat. Faszinierend, wie das war. Die Hunde waren übrigens alle im Haus zu diesem Zeitpunkt und wir haben sie natürlich nicht rausgeholt, weil wir nicht wollten, dass sie die Katze jetzt total rabiat vertreiben, aber vor allem die Schweine nicht noch mehr durcheinander bringen. Also ab diesem Zeitpunkt hat es noch ungefähr 1 bis 1,5 Stunden gedauert, bis wir die beiden anderen Schweine drin hatten und ich hatte absolut keinen Nerv mehr zu filmen und auch kaum noch Akku. Aber wir haben die Schweine reingekriegt. Mit Jonas war es ein Theater, der musste gefangen und reingetragen werden. Obwohl wir mehrere Barrikaden gebaut haben. Eine Riesengeschichte. Auf jeden Fall waren sie dann alle drin. Wir sind dann ins Haus, haben dann quasi noch einen Kaffee getrunken und waren dann tatsächlich ein paar Stunden im Haus beschäftigt, bis ich dann wieder rausging. Nur um festzustellen, dass eine Stelle noch nicht ordentlich gesichert gewesen war im Freilauf und dass die Schweine wieder draußen waren. Und die Katze war immer noch da. Stella kam sofort wieder rein, als ich Futter in der Hand hatte und ist hier gerade so schön genüsslich am Schmatzen, während Steffi versucht, die Ausbruchstelle besser zu sichern. Oder es tut. Sind einfach bei uns eingezogen, ha? Allerdings waren dieses Mal die Hunde mit draußen. Und die Katze war ihnen unbekannt. Genau. Schön langsam. Ja, die hat sich jetzt beschlossen, dass sie hier bleibt, Charlie. So ab und zu mal. Schön langsam, so ist fein. Na, langsam. Charlie? Charlie, sei lieb. So ist gut. Genau. Die Katze hat sich davon einfach nicht weiter beeindrucken lassen. Hier rechts hinten seht ihr dann den Jonas, der natürlich da draußen rumspaziert und ich schwenke auch gleich ein bisschen auf Ludmilla rüber und auch Steffi, die daneben sitzt und versucht zu überreden, dass sie jetzt reingehen. Ja, wenn sie ausbrechen, dann macht es immer tierisch Spaß, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall hier ganz genüsslich in einem Bild, Hund, Katze, Schwein, warum nicht, passt doch alles wunderbar zusammen. Na komm rein, Mäuschen. Ja, du willst rein, gell? Dann musst du außen rum reinkommen. Achte gleich mal auf die Katze und wie Charlie sich, naja, zumindest Mühe gibt, sie zu erschrecken. Hat sie aber nicht weiter interessiert, auch als dann später Hachi dazu kam. Langsam, Hachi, langsam. Langsam. So ist gut. Die kennt dich nicht so wie die anderen beiden. So ist fein. Sehr gut. Feiner Hachi. Nein. Nicht so feiner Hachi. Nein. Komm mal her. So ist gut. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Die möchte sich nicht von euch vertreiben lassen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben schon 2 solche Chaoten, die bei uns noch im Haus leben, die jetzt dann demnächst kastriert werden, in genau dem Alter dieser Katze. Das heißt, einziehen wird sie definitiv nicht. Ich vermute auch, sie hat irgendwie ein Zuhause. Aber sie hat sich jetzt mal bei uns gemütlich gemacht und hat beschlossen, sie lässt sich weder von Hunden noch von Schweinen noch von sonst wem vertreiben. Und ja, wir haben sogar den Verdacht, dass sie möglicherweise die Schwester von unserem Sauren hier links, unserem getigerten Kater sein könnte, der aus uns ja vor 5 Monaten oder so hier zugelaufen und lebt seitdem bei uns, nachdem sich 2 Wochen lang niemand gemeldet hatte auf unsere
unseren Aushang hin, dass er uns zugelaufen ist. Und das war im Prinzip auch hier in der Straße, dass der aufgetaucht ist. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das irgendwie seine Schwester oder Halbschwester oder weiß man ja nie so genau. Auf jeden Fall mal schauen, was passiert, wie sich das weiterentwickelt. Und schön, dass ihr dabei wart. Abonniert und liked, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis bald.